Ja, ich befinde mich weiter auf der Kartause, habe nur die Location gewechselt und bin jetzt hier in der Realschule Plus, quasi im Keller. Aber es lohnt sich, die Treppenstufen runterzugehen, denn ihr habt hier eine besondere Ausstellung zu Ehren Anne Frank ins Leben gerufen. Wie ist das Ganze entstanden? Generell gibt es eine Organisation, die Anne Frank Stiftung, die jedes Jahr den Geburtstag von Anne Frank sozusagen auf eine besondere Art feiert, und Schulen nehmen an dieser Feier teil. Und Schulen machen das mit einer Ausstellung, mit kleinen Projekten eigentlich. Und was wir hier gemacht haben, da haben Sie recht, es lohnt sich, hier in den Keller zu gehen. Wir sind stolz auf diese Ausstellung, die wir heute hier präsentieren können, aufgrund eben des Geburtstages eigentlich. Mhm. Sie hat ja am 12. Juni Geburtstag. Wir sind ein bisschen verspätet mit unserer Präsentation hier heute, aber... Gut, Corona hat ja auch ziemlich viel über den Haufen geworfen. Jetzt haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, dass auch andere Schülerinnen und Schüler von anderen Schulen auch eingeladen werden, muss ich sagen, weil es sind jetzt auch bald Ferien, diese Ausstellung ja miterleben zu dürfen und Geschichte einfach auch hier unten zu erfahren. Wie soll das nach den Ferien geplant sein? Ja, tatsächlich bleibt es, das sagten Sie selbst, aufgrund von Corona abzuwarten, was wir hier machen. Aber es wäre schon ein Traum, wenn 7., 8. Klässler, 9. Klässler aus anderen Schulen, ich möchte das eigentlich gar nicht festlegen. Es ist eine derartige Ausstellung, die auch größere Klassen anschauen können. Denn es geht um Freiheit, es geht um Gerechtigkeit, es geht um Demokratieverständnis, was in unserer heutigen Zeit wichtig ist. Und deswegen könnten auch größere Klassen eingeladen werden, die dann aber alleine hier rein müssten. Denn, oder geführt halt mit einer Kollegin oder Kollegen aus der anderen Schule, denn wir dürfen coronatechnisch ja noch nicht so viel mischen. Genau, das ist es halt auch. Wie wichtig ist es jetzt gerade für euch, für die Gruppe, das Andenken an Anne Frank, an diesen besonderen Menschen, gerade auch in der heutigen Zeit lebendig zu halten, dass man diese Aktion, die sie gemacht hat, diesen Mut, den sie bewiesen hat, dass man das einfach nicht vergisst? Ui, das ist eine ganz große Frage. Und wir wissen alle, dass Rassismus und Antisemitismus immer noch groß geschrieben sind. Ich habe gerade im Kopf, dass ich denke, okay, müsste ich jetzt Antisemitismus und Rassismus jetzt trennen, aber ist der falsche Rahmen hier. Ich möchte Ihnen sagen, dass wir gerade eine Europameisterschaft haben, wo drei farbige Spieler einen Elfmeter versemmeln, darf ich so formulieren? Natürlich. Und deswegen in England farbige Menschen verfolgt werden. Menschen, die nichts anderes haben als eine andere Eigenschaft. Anne Frank war nur jüdisch. Eine einzige Eigenschaft, die dazu geführt hat, dass sie verfolgt wurde. Heute machen wir das Gleiche wieder, und das zu verhindern, wäre es nicht schön, wenn wir das schaffen würden, endlich, alle zusammen? Ja, definitiv. Und deswegen ist es uns wichtig, Anne Frank hier zu ehren, als Jüdin und des jüdischen Glaubens wegen, aber eben auch, um uns gegen Rassismus, Antisemitismus zu stellen. Bevor ich ein, zwei Schüler befrage, jetzt nochmal die Frage an Sie als Geschichtslehrerin. Weiß die heutige Jugend, die Gesellschaft überhaupt noch, wer Anne Frank ist? Kennt man sich damit noch aus, oder muss man das wirklich mit den Geschichtsbüchern wieder nahebringen? 500 Schüler auf der Kartause wissen es, denn wir haben hier alle zusammengearbeitet. Wir haben diese Ausstellung zusammengestaltet, und ich sag's nochmal, ich bin stolz auf unsere Schüler. Ich bin stolz auf das, was wir als Schulgemeinschaft hier auf die Reihe gebracht haben. Das ist irre. Perfekt. Respekt für diese Arbeit, und wir schauen uns hier einfach bei der Realschule Plus, bei der Anne-Frank-Ausstellung weiter um. Wir möchten uns weiter unterhalten mit Anna und Sean, und ihr zwei habt hier quasi auch der Ausstellung Leben eingehaucht. Was war so eure Aufgabe? Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, jede Klasse an unserer Schule hat hier einen Teil beigetragen. Jede Klasse hatte ein Projekt. In meiner Klasse waren es zum Beispiel eine Pinnwand, auf der wir das Thema Anne Frank und Courage behandelt haben. Und dort haben wir Meinungen eines jeden Schülers gesammelt. Eben zu diesem Thema Anne Frank, was bedeutet Courage für uns? Glaubt ihr, in der heutigen Zeit ist viel von dieser Courage, die Anne Frank hatte, verloren gegangen? Teilweise würde ich sagen, es ist eher besser geworden, weil es wird schon mehr darüber geredet, dass die Menschen ja eigentlich gleich sind, und der Rassismus wird mehr diskutiert. Ja.
Was erlebe ich alles auf dieser Ausstellung? Es ist ja schon, als ich hierher gekommen bin, wo ich gedacht habe, na ja, da sind ein paar Zeitungsartikel oder irgendwie ein paar Bilder oder die Schülerinnen und Schüler haben sich damit beschäftigt. Aber es hat mich ja wirklich umgehauen und sie ist ja wirklich sehenswert. Und wenn wir jetzt so ein bisschen für nach den Ferien Lust machen, dass man sich das hier unten wirklich angucken kommt, was erlebe ich? Auf der Ausstellung erleben Sie sehr viele Informationen über Anne Frank, sehr viel, was Sie noch nicht wussten, da bin ich mir sehr sicher. Sie erfahren nicht nur Meinungen zum Thema Courage, sondern Sie erlangen hier wirklich sehr, sehr viel Wissen, von dem ich wage zu behaupten, Sie noch nichts gehört haben. Da bin ich gespannt. Ich schaue mich nämlich gleich um. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr sowas Tolles wirklich auf die Beine gestellt habt.